Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass du wieder hergefunden hast. Zu unserem Begleitvideo zum Podcast Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Heute zum Podcast Nummer 5, das Thema Gewebe, also zumindest der Anfang des Themas Gewebe. Und wer den Podcast durchgehalten hat, Respekt. Ich hoffe, dass ihr das Video auch durchhaltet. Es gab nämlich keine adäquaten Bilder, die man jetzt verwenden könnte. Das heißt, ich musste wieder selbst malen. Vielleicht nehmt ihr euch einen Stift und malt auch selber mit. Dann bleibt es auch besser hängen. Okay, bis gleich auf dem Papier. So, leider habe ich keine adäquaten Bilder gefunden, die man verwenden kann. Deshalb ist es heute mal wieder ein Selbstmal-Video. Genau, und ich habe jetzt hier was vorbereitet, wo du vielleicht mal auf Pause drücken kannst und überlegen, was könnte hier dargestellt sein von den Themen, die wir in der Podcast-Folge besprochen haben. Wir fangen mal an, und zwar dieses hier soll der Normalzustand der Zellen sein. Und dann kannst du dir vielleicht schon denken, welcher Zustand hier dargestellt ist. Hier hat die Zellzahl zugenommen und dann spricht man von der sogenannten Hyperplasie. Wie sieht es mit der Mitte aus? Hier hat nicht die Zellzahl zugenommen, aber die Zellen sind gewachsen in ihrer Größe und dann spricht man von Hypertrophie. Und als letzten Zustand, vielleicht könnt ihr das, ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt, hier sind die Zellen geschrumpft und das nennt man dann Atrophie. Und hier vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es könnte auch sein, dass die Zellzahl abnimmt, dann wäre das eine numerische Atrophie. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig, dass wir uns das merken. Gut. Schauen wir uns noch ein weiteres Bild an und ihr könnt auch hier wieder kurz überlegen, ob ihr vielleicht aus diesen Gebilden irgendwas wiedererkennt oder zuordnen könntet. Also es geht hier um die verschiedenen Arten von Epithelzellen und zwar, wenn ihr euch erstmal die ersten drei anschaut, dann fällt euch bestimmt auf, dass dieses hier, damit ist das Plattenepithel gemeint. Und während ich schreibe, könnt ihr vielleicht nochmal überlegen, worin sich jetzt das Plattenepithel von den anderen beiden unterscheidet. Genau, das Plattenepithel ist breiter als höher. Dann habe ich hier versucht zu malen, wie es aussieht, wenn Breite gleich Höhe ist. Das heißt, unser sogenanntes kubisches Epithel und dann haben wir hier noch höher als breiter, das wäre das hochprismatische oder das zylindrische Epithel. Also so viel nochmal zum Auseinanderhalten dieser drei Arten nach der Form. Und dann schaut euch mal die unteren beiden Gebilde an. Und jetzt könnte ich natürlich bei allen diesen Zellen hier unten ein dünnes Häutchen malen. Erinnert ihr euch? Genau, das ist die Basalmembran. Und darunter, ich nehme jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal hellgrün oder ja, diesen Stift hier. Darunter wäre unser Bindegewebe. In diesem Bindegewebe ziehen unsere Gefäße, also zum Beispiel Blutgefäße und Nervengefäße. Jetzt hätte ich natürlich rot gut nehmen können, aber wir nehmen einfach mal, ich mache die einfach mal die Basalmembran nochmal mit einer anderen Farbe und dann können wir die Blutgefäße nämlich rot zeichnen. Die verzweigen sich hier in immer dünnere natürlich, das kriege ich jetzt hier so nicht hin, aber das ist nur, dass ihr euch das vorstellen könnt. Blutgefäße und Nervengefäße. Wir müssen natürlich auch Venen ziehen. So, das soll jetzt mal reichen. Dadurch werden die Zellen ernährt.
Und jetzt wisst ihr bestimmt auch schon, welche Art links dargestellt ist. Das ist das Mehrschicht, die mehrschichtige Variante. Und dann könnt ihr euch gut vorstellen, dass eben nur die unteren Zellen ernährt werden, weil nur die unteren der Basalmembran aufliegen. Die werden dann durch Diffusion durch diese Basalmembran hindurch ernährt. Und hier habe ich versucht, das mehrreihige Epithel zu zeichnen. Und ihr seht auch schon, dass wir hier diese Zylinderzellen haben, also die sind höher als breiter, mehrreihig. Da hatte ich ja in dem Podcast gesagt, so ein bisschen wie eine Blumenwiese, wo große und kleine Blumen sind. Also alle haben Zugang zum Boden, zur Basalmembran. Alle werden ernährt, aber manche sind eben größer und manche kleiner. Und dann schauen wir uns jetzt noch die verschiedenen Drüsenformen an. Also die Becherdrüsen sind jetzt hier nicht drin. Das fällt mir gerade auf. Die könnte man natürlich, da könnte man sagen, okay, wenn wir hier Epithelzellen haben, dann sind da irgendwo die Becherzellen als etwas größer und einzeln dazwischen eingestreut. Das wäre dann zum Beispiel eine Becherzelle. Wenn wir uns aber unten mal die verschiedenen vielzelligen Drüsen anschauen, dann überlegt mal, was wohl das erste Bild darstellt. Also ich habe jetzt versucht, links immer die einzelnen Zellen, wobei das müsste man ja dann eigentlich mehrdimensional auch zeichnen. Deshalb, das ist richtig schwierig, finde ich. Aber vielleicht erkennt ihr, was gemeint ist. Rechts habe ich dann immer hingezeichnet, wie es dann im Prinzip von außen aussieht. Also wenn man die Haut noch dran malen würde. Das wäre also das Beispiel für tubulös. Ihr seht, das geht so schlauchartig nach unten, es stülpt sich also schlauchartig ins Bindegewebe ein. Und auch das rechte Bild, also das, was aussieht wie eine Hand, auch das ist tubulös, weil das kann natürlich auch wieder verzweigt sein. Also hier sind mehrere Schläuche aneinander verzweigt. Dann haben wir als nächstes Bild das alveoläre. Das heißt also, es ist eigentlich eine Mischung, weil es geht ja ein Stückchen Schlauch nach unten. Man könnte auch sagen, das ist tubulös alveolär. Und der Unterschied zu dem bläschenförmigen, also zu dem acinösen, was ihr hier unten seht, acinös, ist, dass das hier in der Mitte, dieses hier, also wenn ihr euch das mal anguckt, der Gang, der bleibt schmal. Ja, und da drumherum sind die einzelnen Drüsenzellen, die dann diese blumenartige Form ergeben. Von außen sieht das genauso aus wie unser Omega von dem alveolären. Und auch das gibt es dann wieder als verzweigtes und dann sieht das fast aus, das ist jetzt ein bisschen doof, weil man das dann verwechseln könnte, wie die Lungenbläschen, weil die ja auch Alveolen heißen. Gut, das war's auch schon zu unserem heutigen Thema. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Vielleicht habt ihr auch an der einen oder anderen Stelle euch das Lachen nicht verkneifen können. Das ist immer gut, denn Lernen geht nur gut mit Spaß. Ich hoffe, den hattet ihr. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder auch ein Like oder ein Abo. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns wieder sehen und wieder hören zur nächsten Folge, wenn es dann um die nächste Gewebeart geht. Bis dann! Tschüss!